Egon, remind me, why are we driving aimlessly in the fog? The final node, Beckman. Close it, and we seal the mandala, trapping the ghosts inside. Sorry to break this to you, Egon, but I just don't see a mandala. You were saying? Shandor Island. It's here. Unstable. I'm gonna have to drop you guys in circle. If Ecto-8 sinks, we're sunk too. Ray, since you're the most excited about going to Ghost Island, why don't I just take the boat? I thought I was making a nice gesture. You've given me the suspicious look. Drop it instantly. Let's get going, because nobody enjoys rushing headlong towards their death more than this fella. What's the story behind this place, Egon? The Shandors owned this island for generations. The castle was built in the 1860s. Ivo Shandor used it as a refuge, a lab, and a temple for he and other cult members to worship Gozer. Ooh, okay, that's all well and good. But can someone explain to me how an entire island sinks? The night the last Shandor died, there was a huge tidal surge, and the river just swallowed the island whole. Shandor consecrated the island to Gozer, and the ghost world reclaimed it. City's lucky it's in the middle of the river instead of Rockefeller Center. We're lucky now, but soon the ghost world will continue to assert itself into ours, and the damage will be incalculable. Just another screwed up day at the office. So, ich muss mal gerade gucken, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Das war jetzt nur eine Stunde. Ich würde aber jetzt trotzdem aufhören. Ich würde dann jetzt schneiden und so weiter. Oh, habe ich jetzt gerüstet? Also, das war so Mundgulli. Kennst du das? Manchmal hast du so immer so. Das hatte ich gerade. Ja, das nenne ich mal ganz liebevoll Mundgulli. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich morgen wieder aufnehmen kann. Wenn ja, dann geil. Wenn nein, dann. Sorry. Aber ich denke, wir kommen langsam zum Ende des Spiels. Ja, und ich muss erstmal gucken, wie jetzt die Qualität mittlerweile ist, bevor ich jetzt hier mal weiter aufnehme, ne? Und eigentlich ist hier die Qualität kacka. Stuhl. Dann entweder bis morgen oder bis später. Und hier, tschüss. Hallo. Wenn ich jetzt das noch richtig im Kopf habe, müsste heute diese Folge, also jetzt und in diesem Moment, müsste, glaube ich, der zweite Weihnachtstag sein. Und deswegen sage ich, ja, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Ich weiß, durch Corona ist alles ein bisschen komisch und anders und doof. Und ich weiß, Corona hat sau viele Nachteile, aber es ist trotzdem ein geschichtliches Ereignis, das wir hier erleben. Das ist so ein kleiner Trost. aber ja, ich find's schon spannend. Auch wenn es jetzt hier gerade hier nicht so wirklich so, wow, was? ja, ich will mal gerade hier gucken. Kann ich hier irgendwas kaufen, was total der heftige Scheiß wäre? Und sorry für meine Ausdrucksweise. Ja. Ja, ich weiß, natürlich hat Corona sau viele Nachteile, vor allem die Leute, die Risikopatienten sind und so weiter, die haben ja, vor allem für Risikopatienten und Wirtschaft und ich weiß, ist alles kacke, ne, aber trotzdem ist es gerade ein geschichtliches Ereignis. Minimaler Trost, vielleicht so 1% Trost. durch das Setzen des Magnetotrons, des PKE-Meters mit einem miniaturisierten Klystron-Verstärker wird nicht nur die empfangene Signalstärke verbessert, sondern auch die Zurücksetzpause zwischen Scans verringert. Das führt zu einer substanziell verringerten Abnahme der Aufladezeit zwischen Scans. Sorry, zwischen Scans. Beim Scan wird jetzt außerdem auch erfrischender Fliederduft freigesetzt. Was? Sorry, wir haben 9.43 Uhr, ne? Also ich habe heute schon Sport gemacht, ich habe gefrühstückt und so, voll leckeres
Und so. Ich guck das so auf Twitter, das verstört mich immer noch im Nachhinein, aber ich muss das gerade jemandem mitteilen, ne? Ich guck das so auf Twitter und irgendeine Twitch-Streamerin, die ich überhaupt gar nicht kenne, die ist anscheinend für 3 Tage oder so gebannt oder so. Und ich weiß nicht warum, ich mach Twitter auf, ne? Und der Grund ist halt irgendwie, dass die minutenlang, 10, 15 Minuten lang irgendwie im Tanga rumgetanzt hat und sie hat ihre Vagina in die Kamera gehalten und erstmal voll aufgespreizt, ne? Und dieses Bild wurde mir auf Twitter angezeigt. Ich wollte das aber nicht wissen, Mann! Ich wollte das nicht wissen! Aber ich habe jetzt den Poloch und die Vagina einer fremden Frau gesehen. Das verstört mich. Was? Achso, ich habe gerade falsch geguckt. Okay. Ich habe mich jetzt mitgeteilt, ich versuche das jetzt zu vergessen. Aber ich gucke heute nicht mehr auf Twitter. It appears that we need to take that staircase to get inside. Ach, übrigens, meine OBS-Einstellung, die ich vorgestern eingestellt habe, dürften eigentlich relativ okay sein. Ich habe das jetzt nicht nochmal umgestellt. That's a big hole, guys. And I am not swimming in the Hudson River in November. So, how do you want to get across? Maybe that crane still works. Yeah, ich... Well, if you could get that from over there to over here, make the world a better place. So the fossilized boat wasn't enough. Now you want to activate some pre-Columbian death trap machinery. Pre-Columbian death trap machinery utilizes an entirely different principle. Well, I don't see any controls on that crane. How can we get it to move? Hey, what about the slime tether? Boah, ey, oh Gott. Ich bin mit meinen Gedanken noch bei dem Poloch, tut mir leid. Warte mal, ich soll das hier willst du, ne? Ich muss den Poloch vergessen. Good idea. Look at that. Rookie, move the crane. All right, swing it around. Almost. Work it over this way to cover the hole. Echt jetzt? Hallo! Bitte haltet keine Bohrlöcher in die Kamera, liebe Streamer. Das ist verstörend. Es gibt andere Plattformen, die das sowas besser geeignet ist. Aber nicht Twitch. Und bitte, liebe Twitterer, postet sowas doch nicht auf Twitter. Das sehen Menschen, die es gar nicht wissen wollen. Sag mal, wohin willst du eigentlich mit diesem Ding? Ach, da. Du sagst mir schon Bescheid, ne? Hä? Bring it in. Almost there. Whoa. Great. Hä? Almost there. Yo, new guy. Good work. Ja, obwohl ich nur am Polöcher denken muss jetzt. Warte. Ah! Ich hab falsch gesehen. Oh, no! Oh! You all right? What's with you? You know you only get paid if we live. Recruit, you okay? Let's keep moving. Hey, ja, was genau? Das kam auf einmal angeschossen, diese. Ey, was ist los? Ich hab mein Kaffee. Careful, we don't wear helmets. Guys, there's way too much dangerous debris falling in here. I've got to take Marine Ecto-8 out where it's safer. Don't go too far, Ray. If we need you, we're gonna need you really fast. Aye, Z. Raise me on the horn if you need me. Now he's Captain Ahab. Be careful, Ray. Check this joint out. That's a $3 million view, even by Manhattan standards. My apartment used to look like this. Shandor's public architectural style ranged from federal to art deco. His personal tastes, however, obviously lean toward the Gozerian. Oh.
Now I see what they mean by early demonic. Ich habe meinen Fass Kaffee noch nicht leer getrunken. Kein Scheiß, ich habe hier ein Fass. Meine Donkey Kong Tasse ist ein Fass. Blau! Let's get a scan. Bin dabei. Gesangbuch der Kirche von Gosa. 1919, Ivo Shandor ließ die dunkle Kirche von Gosa wieder aufleben. Um sie populärer zu machen, versuchte er, die uralten sumerischen Summenrituale in moderner Verehrungssongs zu verwandeln. Kurz darauf wurde das Singen in der Dunkelkirche komplett abgeschafft. Aber jetzt mal ohne Witz, ne? Twitter hat eigentlich hier so eine Funktion, so anstößige Sachen, ne? Das wird halt so gekennzeichnet, ne? Quasi angucken auf eigene Gefahr, ne? Es wäre, also manchmal wären sogar Sachen, wo es vielleicht nur eine Katze ist oder sonstiges, ne? Wären dann quasi, ich sag jetzt mal, zensiert, ne? Aber so ein Poloch wird einen voll in die Fresse gehalten. Was ist das denn hier? Boah. Ich werde nicht drüber hinwegkommen. Tut mir leid. Oh, okay. Oh. Ja. So. Sorry, es musste jetzt sein. Oh, kommt ihr mit? Oh, danke. Doesn't sound good. Ach echt? Ich find's einladend. Der sagt doch, kommt rein. Alles There's gut. An open door. Hey, you know those guys. Wer seid ihr? Oh. Ich will wissen, wer ihr seid. Look out, above you. Oh, great. A whole mess of. Ah! Down! Oh! Ja! Hä? Somebody will show up. Oh mein Gott, war das schnell! Ich spiele auf Erfahrung. Komm. So. That doesn't sound good. Ich wurde eingeladen! Lass mich hier durch! Hey! We know those guys. Oh, da ist Schleim. Oh! Find some cover! Oh, it's a whole swarm. Get a scan on that. Give it to him. Ah! Ow. Coming. Ah! Yes, I'm gonna need another shot. Der ist ja voll overpowered. Overpowered vor allem. Oh. Ow. That was ow there. Oh! That explains why they attacked us in Times Square. They're gargoyles from Shandor buildings. Yes, Evo would be typical king, although the security system still works so long as he died. Oh, ich hab kurz einen Prozess gemacht. Ich war der Heiler der Gruppe. Da los. Oh, Alter. Warte, habe ich Mikrofon ist an. Ist Mikrofon wirklich an? Warte.
Ich hatte schon mal vor kurzem ein verstörendes Erlebnis mit Mikrofon aus. So, Mikrofon. Jei! Warte mal, können wir mal drüber reden, was das für ein Vieh ist? Steingargoyle. Kinetische Klasse. Körperlich angreifbar. Werfen, Ansturm. Diese kinetischen Klasse 6 Animatoren entstehen, wenn mächtige Geisterwelt-Entitäten von normalen Steingargoyles Besitz ergreifen. Sie verfügen über die inhärente Stärke der Original-Steinstatue, verstärkt durch eine große Menge an PK-Energie. Steingargoyles sind stark und gefährlich, aber auch empfindlich gegenüber Einschlagschaden. Alle Klasse 6 Kreaturen stehen Menschen offen feindlich gegenüber. Ey, ihr Drecksäcke. Im Umgang mit ihnen muss man höchste Vorsicht walten lassen und das Risiko des Verlusts von Leben unschuldiger zu minimieren. Ja. Wo? Hä? Aim high! Hab ich doch gesagt! Wo ist er denn? Da! That's a lot of whatever they are. Nein! Let them have it! Wo? Wo? Ich will scannen! Mir geht's nicht gut. Blast it! Sorry behind! Erledigt, oder? Warte mal, was habe ich denn hier als Aufwertung? Ich hab doch nicht viel. Lass doch erstmal sparen. Ja, ja, ja! Arschloch. To the right. Wo? Look behind you. Wo ist rechts? Wo ist hinter mir? Watch it, streams are crossing. What about me, Sam? Ghost to you? No. Look, the door's controlled by that chain. Hey, you. You're up, buddy. Okay, Cadet. You first. I've got your back. Was? Was soll ich tun? Irgendeine Tür. Did you know that historically hedge mazes are designed to conceal a secret shortcut? Ich höre was. Well, there's still one crank that works down there. Try using it to open the door. Ich höre hier was. That's it. Oh, das ist voll unangenehm. Was ist das denn? Let's keep moving. Hier grunzt was hinter mir. Behind you. Wind the chain. Oh. Egon, Winston. Can we get out of here? Hey, hier grunzt doch irgendwas! Wind the chain!
Tag doch, oder? That did it! The door's wide open! Get back up here! Ah! Ah! Here they come! Look behind you! Yeah, that way. Yeah! Oh! And Pickett, we're not welcome. Yeah? There's a first. I'm gonna get us all name badges that say, "Hello, I'm not welcome," or maybe t-shirts or coffee mugs.